Aus den USA kommt eine Meldung mit Konsequenzen für ein deutsches Unternehmen. Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde dort die Bayer-Tochter Monsanto zur Zahlung von 275 Millionen Dollar verurteilt. Bayer kündigte an, das Urteil anzufechten. Einzelheiten dazu jetzt von Stefan Wolf aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Es geht dabei um schädliche, gesundheitsgefährdende Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln aus dem Hause Monsanto. Ein Geschworenengericht hat da entschieden und nun muss Monsanto den Berichten zufolge 275 Millionen Dollar Strafe zahlen. Und in letzter Konsequenz trifft diese Strafzahlung natürlich auch den Bayer-Konzern. Das Ganze wird irgendwann in den Bilanzen sichtbar werden. Mehr noch, es gibt viele solcher Prozesse, die noch laufen in den USA. Es könnten also weitere Strafzahlungen folgen. Und so langsam aber sicher nimmt man auch an der Börse diese Verfahren als ein veritables Risiko für den Bayer-Konzern wahr. Letztendlich sind natürlich diese Strafzahlungen nicht nur sehr schädlich für das Geschäft, sondern sie kratzen im Endeffekt auch am Image. Bayer-Aktien verlieren nicht sehr stark, weniger als 1%, was aber auch dem Umstand geschuldet ist, dass sich die Kurse weiter erholt haben. Der deutsche Aktienindex hatte zwar am Morgen noch stärker zulegen können, letztendlich aber ist das Ganze eine Erholung von den Verlusten der Vortage. Die Sorgen bleiben eigentlich die alten. Es geht darum, dass die Börse hin und her gerissen ist zwischen der Angst vor einer Inflation und der Angst vor einer Rezession. Dass es zu einer Rezession kommt, das lässt sich wahrscheinlich nicht mehr vermeiden. Dass die Zinsen weiter steigen, wohl auch nicht. Denn damit will man ja die Inflation in irgendeiner Form in den Griff bekommen. Nichtsdestotrotz gibt es ab und zu solche Tage wie diesen, an denen sich die Kurse von den Rückschlägen erholen. Wer im Supermarkt einkaufen geht, sieht in der Regel nicht, welche Konflikte teilweise hinter den Kulissen toben. Es sind regelrechte Preiskämpfe zwischen Lebensmittelherstellern und Einzelhändlern. Die einen wollen möglichst günstig einkaufen, um mit Sonderangeboten Kunden zu locken. Die anderen, die Hersteller, sagen, wir haben steigende Produktionskosten und müssen die weitergeben. Genau so ein Konflikt führt derzeit dazu, dass in einigen Filialen von Rewe und Edeka deutlich weniger Produkte des Mars-Konzerns zu finden sind. Mars ist nicht nur ein Schokoriegel, sondern einer der größten Lebensmittelhersteller der Welt. Süßigkeiten, aber auch Tierfutter zählen zum Sortiment. Doch jetzt will Mars mehr Geld für seine Produkte von Rewe und Edeka. Die weigern sich und Mars reagiert mit einem Lieferstopp. An Edeka soll Mars schon seit 3 Monaten nicht mehr liefern. Es ist sicher so, dass die Auslistung großer Markenartikel den Kunden erstmal negativ überraschen wird. Ja, der will halt seinen Riegel haben. Und den gibt es jetzt eben nicht mehr. Doch so weit ist es noch nicht, denn noch sind die Lager der Händler gefüllt. Deshalb können sich Rewe und Edeka den Preispoker auch erlauben. Edeka schreibt uns dazu. Der Aggressor ist hier eindeutig die Industrieseite. Um die erheblichen überhöhten Forderungen zwangsweise durchzusetzen, hat Mars uns gegenüber einen einseitigen Lieferstopp verhängt. Wir können unseren Kundinnen viele gleichwertige Alternativen von anderen Herstellern oder aus unserem preisgünstigen Eigenmarkensortiment bieten. Der Handelsstreit wird hinter den Kulissen verhandelt. In Zeiten hoher Inflation die Preise zu erhöhen, ist ein riskantes Spiel. Die Kunden schauen auf jeden Cent und so halten es Fachleute auch nicht für unrealistisch, dass Mars die Preiserhöhungen wieder zurücknehmen könnte. Die Frage, wer den längeren Atem hat, impliziert, dass einer von den beiden einknicken muss. Aber ich bin sehr sicher, weil das auch in der Vergangenheit immer so der Fall war, dass man eine gemeinsame Regelung nach außen verkünden wird. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Möglicherweise werden Kunden dann nicht mehr zu ihrem Lieblingsriegel von Mars greifen können, sondern sich mit einer Alternative begnügen müssen. Das hier neben mir sieht aus wie ein Sack Mehl, ist aber ein elementarer Rohstoff für unsere moderne Welt. Denn solches Lithium wird für die Akkus gebraucht von Handys, E-Autos oder Akkuschraubern. Bisher kommt der größte Teil des Rohstoffs aus Australien oder China, aber vielleicht bald auch hier aus Deutschland. Denn auch bei uns sind Lithiumvorkommen gefunden worden in der deutsch-französischen Grenzregion. Dort macht sich aber gerade nicht nur Goldgräberstimmung breit. Hier schlummert es, das weiße Gold der Energiewende. Vor allem die E-Mobilität braucht für ihre Batterien große Mengen an Lithium. In rund 4000 Metern Tiefe ist es im heißen Thermalwasser des Oberrheingrabens gelöst. Hier soll dieser Schatz gehoben werden.
Der Unternehmer Horst Kräuter vom deutschen Ableger des australischen Unternehmens Vulcan Energy Resources will das Lithium umweltschonend aus dem Thermalwasser herauslösen. In einem Labor in Karlsruhe haben er und sein Team ein Verfahren entwickelt, mit dem sie schon bald das Lithium in industriellem Stil fördern wollen. In den ersten zwei Phasen können wir bis zu 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid für etwa 1 Million E-Mobilbatterien liefern. Mhm. Danach bauen wir das immer weiter aus. Mhm. Wir glauben, dass wir langfristig 25% der europäischen Nachfrage befriedigen können und die ganze deutsche Produktion damit ausstatten. Um das wertvolle Thermalwasser aus der Tiefe nach oben zu befördern, setzt das Unternehmen auf die sogenannte Geothermie. Bei dieser Technologie wird das heiße Wasser durch Bohrungen aus der Tiefe an die Oberfläche gepumpt. Der Vorteil? Aus dem 160 Grad heißen Thermalwasser kann Strom gewonnen werden. So könnte die Energie für die Lithiumförderung klimaneutral erzeugt werden. Doch es gibt einen Haken. In der Vergangenheit kam es durch geothermische Bohrungen immer wieder zu Erdbeben. Dabei wurden zahlreiche Gebäude beschädigt. Viele der Betroffenen blieben dabei auf ihren Reparaturkosten sitzen. Also der Schade, ja, der Gutachter hat den auf 25.000 Euro geschätzt. Oh, ja. Okay. Und das kriegen Sie wieder? Nee, also bezahlen möchte die Versicherung nur 2.500 Euro. Okay. Aber ja, damit kann ich ja die Risse nicht fachmännisch schließen lassen. Zudem besteht die Sorge, dass die Bohrungen im schlimmsten Fall das Grundwasser verschmutzen könnten. In vielen Orten der Region organisieren Bürgerinitiativen Widerstand. Hier im Ort wissen wir es genau, weil wir haben eine Haus-zu-Haus-Unterschriftenaktion gemacht und haben 95% der Einwohner, der wahlberechtigten Einwohner, praktisch unterschreiben lassen. Da haben auch 90-95% gegen die tiefen Geothermie unterschrieben. Einige Projekte zur Lithiumgewinnung in der Region wurden deshalb bereits gestoppt. Nach Ansicht vieler Fachleute geht das allerdings zu weit. Denn mit moderner Technik ließen sich im Tiefengestein Bereiche mit Thermalwasser finden, die ohne Gefahr angezapft werden können. Sensible Geosensoren sollen zudem gewährleisten, dass die Bohrungen gestoppt werden, bevor sie Schäden verursachen können. Entsprechend optimistisch blicken die zuständigen Behörden auf das Risiko von Schäden durch Erdbeben. Die Landesbergdirektion, die bei uns im Haus dafür zuständig ist, ist doch sehr sorgfältig und sehr streng. Die Garantie für das Auslösen von Erdbeben, die kann Ihnen natürlich niemand geben. Aber wir sind uns sicher, dass wir genügend Systeme vorschalten können, um das zu verhindern. Lithiumabbau mit Geothermie könnte eine große Chance für die Energiewende sein. Horst Kräuters Firma Vulcan Energy wird allerdings noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, bis alle Anwohner in der Region mit der Technologie auch vor ihrer Haustür einverstanden sind.